Und willkommen zurück zu Zelda Link's Awakening Remake auf Nintendo Switch. Wir haben hier diesen Raum geklärt. Und was haben wir hier drin? Ein Kraftarmband. Damit können wir endlich Kugelsteine hochheben. Und wir müssen es gleich ausrüsten. Ja, wunderschön. So mag ich das. Haben wir hier noch irgendwie Geld drin? Ein wenig, immerhin. Und da ist ein Schlüssel. Na, komm. Man nimmt hier oft sehr schnell Schaden. Oh ja, das ist ein klassisches Rätsel. Es gilt nämlich zuerst, den eingesperrten Hasen zu besiegen. Und zuletzt den Skelettritter. Und dann erscheint die Truhe mit einem weiteren Gegenstand. Und der ist hier in diesem Fall ein großer Schlüssel. Es gab auch nicht mehr viele Möglichkeiten, wenn man hier mal rumguckt. Er hätte auch dort sein können, aber das ist ein ganz anderes. Schauen wir uns aber später noch an, wenn wir den Boss besiegt haben. Ah, Hasen. Oh, da war eine Fee. Nehme ich gerne. Und hier haben wir die nächste Treppe. Da ist uns nichts mehr. Die Plattform will nicht so ganz. Da gibt es eine leichte Möglichkeit. Wir machen uns schwer. Da kommt nämlich auch da runter und hier wieder hoch. Und da ist schon die Tür zum Boss. Ja, wunderbar. Ich habe auch keinen Raum verpasst, kein Item verpasst. Zumindest kannst du es für uns nicht mehr holen könnten. Hinein! Zum eine Vase, Flasche, ein Lampengeist. Macht Sinn, dass die Djinn-Grotte ist. Der Weg gegen einen Djinn. Aber wir haben keine drei Wünsche frei. Dafür jongliert er für uns. Na, den Feuer weichen wir besser mal aus. Zerstört die Flasche nicht. Ah ja. Selbst die Wände hier sehen stabiler aus. Gut. Die Wände schaffen es vielleicht. Mit der Flasche ist so unverwundbar. Ja, ja. Aber wie lange ist die Flasche noch da? Au, Gott. Es sind immer mehr Risse. Na? Und da ist sie schon kaputt. Das wirst du bereuen. Du. Oh.
will jetzt nicht drauf gehen. Ich habe zwar eine Fee, aber ich möchte nicht sterben. Das könnte eng werden. Erwischt. Ein neuer Herzcontainer für uns. Und damit hätten wir auch den zweiten Dungeon abgeschlossen. Und erhalten hier das Tritonshorn. Ganz wunderbar. Urunga, Steppe. Die Steppe wartet. Wir bringen jetzt erstmal den guten Bauwau nach Hause. Und da wir durch den Zauberwald laufen müssen, haben wir eine gute Abkürzung möglich. Hüpf! Was sind das für hässliche Viecher? Geh mal in die Höhle rein, ne? Ah ja, ein Herzteil. Und eine Truhe. Das können wir zum Glück aufheben, da wir es der Kraft erarbeitet haben. Und weitere 50 Rubine, ja super. Da können wir uns was im Shop holen, der im Möwendorf ist. Ja. Ich merke gerade selbst, ich habe die Truhe im Schleimsumpf vergessen. Also kommen wir später hier nochmal vorbei. Und dann können wir sie uns auch holen. Erstmal einkaufen. Ich will diese Schaufel haben. Die brauchen wir sicher noch öfter. Und die Bomben nehme ich mir auch gleich mit. Wenn man schon dabei ist. 200 für ein Herzteil. Verrückter Shophändler. Hä? Eine Zaubermuschel. Wozu die wohl gut ist? Wer weiß das schon? Was haben wir hier? Ein Kranspiel! Ein Spiel, 10 Rubine. Gut. Spielen wir mal. Man kann entweder mit dem Analogstick nach oben und rechts drücken oder X und A nehmen. Ich würde es mal mit XA probieren. Ich will die Yoshi-Puppe haben. Das heißt dann beim nächsten Versuch. Wir kommen gerade hier doch mal hier vorbei. Du liebst Yoshi. Wer liebt Yoshi nicht? Und deren Mama will unbedingt so eine haben. Das Haus im Nord mit den zwei Türen. Na gut.
Dann schauen wir doch da mal vorbei. Ja, klar. Nimm nur. Warte, nur 10 Rubine. Wir haben eine Schleife bekommen. Und das Papal, der glaubt, sich wieder im Gebirge verirren zu werden. Vielleicht suchen wir ihn dann da. Kann gut sein. Wir kommen sicher auch im Gebirge noch vorbei. Man kann ja gut Geld machen. Absolut. Ich gehe noch mal kurz da rein. Hä? Ein Kettenhund? Ich durchwollte diesen roten Rubin. Klappt das? Es könnte eng sein. Sieht ganz gut aus. Ja, prächtig. Ist das mal kein Spiel mehr? Wir brauchen erst einen Rubin. Ist 20 wert. Und jetzt will ich das Herzteil haben. Klappt das? Ja, nicht fallen. Sehr schön. Und dann versuche ich mir noch diesen Kettenhund zu holen. Das könnte klappen. Nicht rausfallen. Okay, Schild und Puder haben wir ja. Das brauchen wir nicht zu holen. Wir haben eh kein Geld mehr da. Eine Schnippchenfigur, die ich irgendwo aufstellen kann. Okay. Und ein weiteres Herzteil. Na dann, bringen wir den Hund nach Hause. Merci, danke. Es wäre süß von dir, dich um die kleine Gourmet zu kümmern. Du bist eine ganz liebe Kerl. Oh, wir bekommen ein Küsschen. Das war vermutlich links erster Kuss. So ein Glückspilz. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Oh, diese Schleife. Ich brauche sie unbedingt. Sofort. Dafür gibt es lose Hundefutter. Yay. Was machen wir damit? Was machen wir mit Hundefutter? Doch ein paar. Na, super. 10 Rubinen, da kaufe ich doch mal einen Schlag Bomben. Oh. Pfeil und Bogen. Nur 89 Rubine. Boah. Das ist schon teuer. Sehr teuer.
Was haben wir denn hier? Ein Traumschrein. Die Dinger stehen mir im Weg, da komme ich nicht vorbei. Aber vielleicht später mal. Was haben wir denn da? Eine seltsame Energie. Das hat sich ja gelohnt. Irre. Was ist das hier? Schleimschüsselloch. Was hat das zu bedeuten? Hier ist unglaublich viel Gras. Wahnsinn. Ah, da war ein Loch. Na sowas. Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber eins lädt dich in ein Schloss. Doch dann wurde die Diener vom Monster verzaubert und ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Ich musste meine Villa fliehen. Doch ist er auf der Suche nach etwas? Ich kann ihm vielleicht helfen. Aber erst möge mir das goldene Blatt bringen, das wir verloren haben. Ja, gut. Ja, es sind 5 natürlich. Vergiss ja nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Na gut, die Schaufel habe ich schon mal. Richards Villa. Der gute Richard. Schloss Canalet. Oder Canalet? 10 Minuten Fußweg. Klingt doch nicht anspruchsvoll. Erstteil. Boah, 5 Minuten geht schnell rum. Erstaunlich. Bananen spricht bei den Leuten im Dorf. Brauche ich Bananen? Ich habe doch Hundefutter. Ah, Himmel. Das Tor ist zu. Kiki Dafe. Ha, wer kennt nicht Kiki? Kiki Dafe hat Hunger. Also brauchen wir dafür Bananen. Ah, Rubine. Eine weitere Zaubermuschel. Wie viele haben wir eigentlich jetzt? 3. Gut. Was ist hier? Ein Muschelbazar. Ich bin der Muschelgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis beseitigt. Für die alle versteckten Zaubermuscheln betritt danach die Plattform, um das perfekte Schwert zu erhalten. Was ein Spoiler. Was für ein Spoiler. Aber viele Zauberwuscheln sind eine ganze Menge. Die haben wir jetzt noch nicht beisammen.
Aber hier ist eine. An den komme ich nicht ran. Was haben wir hier drin? Ich sehe die Wand genau. Die ist brüchig. Oh ja, vorsichtig hier beim Reinkommen. Das Loch. Den nach oben, dann kommen wir hier durch. Yay. Geheimnisse der nahen Erde. Wo denn? Da. Eine weitere Zaubermuschel. Ganz groß. Ganz großes Kino. Hier nach unten. Was haben wir da? Interessant. Die Zwergenbucht. Teleportation, ja wunderschön. Das wäre gerade super. Grandios. Diese Teleporter gab es schon im Original, aber da waren es noch welche an anderen Stellen. Insgesamt meine ich 4. Zu gesehen zu haben. Vielleicht Tarin oder Marin, eine Ahnung. Oh, er hat Bananen. Gib mir die. Der Strand. Gut, da geht Mäus mal dahin. Ich habe gerade auch keine Ahnung, ob jetzt der Part schon lang ist oder zu lang. Aber das sehen wir dann. Eventuell machen wir einfach gleich eine kleine Pause. Das sieht mir sehr nach einem Bananenhändler aus. Ja, das ist ganz schön viel Obst. Der Erwin. Diese Hundefutterdose fehlt ihm in seiner Sammlung. Kann er haben. Ich brauch's nicht. Ein fairer Tausch, wir bekommen dafür Bananen. Finde ich gut. Ein guter Tausch. Gut, dann werden wir uns hier an dieser Stelle mal verabschieden für heute. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder oben bei Schloss Canalet. Bei diesem kleinen, lustigen Affen wieder. Hier bei Link's Awakening Remake auf Nintendo Switch mit mir, Waldemar, auf diesem Kanal.